Warte mal ab, bis ich hier meinen ganzen Plimplim mitgebracht habe. Der erste Segelturn und schon werden wir gnadenlos überholt. Ja, unsere erste Nacht vor Anker und dann noch in der Karibik auf dem neuen Boot. Hat aber ganz gut gehalten. Konnte man vom Bett aus sehen, wenn man will. Aber das Wojekreis sieht sehr stabil aus. Ja, außer ein Ankerlicht sieht man nicht viel. Es ist Neumond, hätten wir gesagt. Gar kein Mond zu sehen. Ja, hier liegt kitschig der Ort neben einem. Ein Ankerlieger ohne Licht. Daneben dann Katamaran. Der Wind ist schön warm, aber auch gar nicht so schwach. Von unserem schönen Bojenplatz mussten wir dann leider weg, weil die Boje reserviert hatten und wir keinen erreicht haben von dem Bojenoffice und angeblich auch keine mehr frei war. Ja, da ich absichtlich immer noch nach der deutschen Zeit schlafe, fällt mir ein, dass ich völlig vergessen habe, das Lazyback zuzumachen. Das hat man davon, wenn man immer mit einem Rollgruß unterwegs war, wie auf der Voyager. Auch das Fall kann man hier wunderbar sichern, sodass man das durchsetzen kann und an nichts klappert oder schappert da oben. Umgekehrt vergesse ich es beim Losfahren auch immer aufzumachen. Dafür kann man sich hier auf dem Oberdeck natürlich sehr schön bewegen. Und dann dachte ich, es ist mal eine gute Idee, einen Sonnenaufgang aufzunehmen in Timeslip. Das ist jetzt auch noch gerusht in vierfacher Geschwindigkeit. Das Ganze muss man natürlich mit Musik untermalen. Allerdings finde ich, die Wirkung ist nicht ganz so spektakulär, wie wenn man selber an Bord ist. Leichter Regen in der Karibik. Aber das Schöne ist, es ist wirklich kalt. Ja, wir lagen heute hier den ganzen Tag vor Anker und der Wind hat massiv zugenommen. Wir haben mittlerweile über 20 Knoten gehabt. Viel mehr aus der Richtung als aus der vorhergesagten dieser Richtung. Als wir angefangen haben zu ankern, lagen wir noch mit dem Heck zum offenen Meer. Und mittlerweile sieht man, liegen wir schon fast auflandig. So dermaßen hat der Wind gedreht. Sollte gar nicht so stark sein, sollte gar nicht aus der Richtung kommen. Ja, doch, hier ist so schon zu sehen, dass der Wind so ein bisschen nicht östlich, sondern südöstlich kommt. Das ist die Gastmap, also sollten wir doch schon an die 20 Knoten rankommen, weil die hatten wir auch. Das mal zum Thema Modell. Ansonsten ist die Sonne halt auch nur ganz wenig rausgekommen. Und wir haben gedacht, wir sind hier das dickste Schiff in der Bucht. Aber dann kam das heiße Ding heute Abend rein mit Carbonsegel, mit Segel, Ankern angelegt. Sehr hübsch. Größeres Dinghy, schnelleres Dinghy, teureres Boot. Und natürlich bei dem Wind liegen die Leute auf der anderen Seite der Bucht an den Bojen natürlich wesentlich ruhiger als wir hier. Man sieht es auch an den Masten, gerade die Monohulls, die tanzen jetzt schon doch arg. Die Katamarane haben es ein bisschen besser. Und die Welle läuft jetzt auch noch hier von außen so schräg rein. Spaßig ist das zeitweise nicht. Wir hoffen, dass es sich jetzt zur Nacht ein bisschen abschwächt und ruhiger wird. Aber da wir in der Hülle ja nicht schlafen, ist es vom Lärmpegel innen zu negieren, wie schlimm das ist. Der Anker liegt ungefähr 15 Meter jetzt geradeaus, da unten. Ich habe das geguckt. Sollte die Kamera zu mir halten, ist bestimmt lustiger. Jetzt kommt der lustige Teil. Aber die hört nicht auf mit ihrem Gebaue, was? Keine Pause, nichts machen die? Nee, doch, lang war eine Pause. Doch, doch. Doch, doch, die war schon mal zwischendurch ein bisschen rüber. Aber der Bagger ist nicht mehr am Arbeiten. Das Wasser, war mal hier irgendwann mal wärmer, das Wasser, oder bleibt das so kalt? Also es soll 24 Grad haben. 29, ne? 24. Er sagt dir 24 ist viel zu kalt für mich. Dann sind 29 Grad, Schatz. Dann geht es. Guckt mit dem Heck immer noch zum offenen Meer, eingegraben. Ordentlich Kette ist draußen, bestimmt 30, 35 Meter, obwohl das hier nur 8 Meter tief ist. Das müsste doch uns die Nacht halten. Man sieht ja sehr schön, dass die Ankerkette auch auf dem Grund liegt und dort hin und her schleift und den Großteil des Haltes ausmacht. Wir haben diesmal den vorderen Anlenkpunkt für die Ankerkrelle zum Einhängen benutzt. Ist nicht ganz einfach auf die Kette zu bekommen da vorne, hat aber von dem Winkel, wie die Kette dann zum Boot ist, sehr viele Vorteile. Man sieht jetzt hier schon oben, der Rumpf ist schon ein bisschen zugewachsen. Die Reinigung ist jetzt schon, Gott, 6, 8 Wochen her
und das Anti-Fouling ist auch eigentlich nicht mehr Existenz, was da noch auf dem Rumpf ist. Da werden wir sicherlich in Zukunft entweder Hand anlegen müssen oder ein neues Anti-Fouling raufbringen. Die Sonne ist nicht so ganz rausgekommen heute, nur zeitweise. Und so sind wir heute Morgen mit einem Defizit von 220 Ampere gestartet und gucken jetzt mal nach, wo wir da gelandet sind. Ja, und aus den 220 sind immer noch 157 offen. Gut, die Batteriebank ist groß genug, dass sie das heute Nacht nochmal übersteht. Was war anders heute Nacht? Wir hatten zum einen das Ankerlicht, gut, ist LED, darf nicht so viel verbrauchen, aber wir hatten auch den Wechselrichter durchgängig laufen, weil wir einige Geräte über Nacht aufladen wollten. Das hat sich dann doch schon massiv ausgewirkt. Ansonsten haben wir gestern noch 100 Liter Wasser ungefähr abgegeben. Und wie man sieht, wir sind jetzt auf Reserve. Das reicht morgen früh noch zum Kaffee kochen. Und dann geht es ja auch schon langsam zurück Richtung Marina und wir hatten es sowieso leer gemacht. Also ist es schon mal alle auch gut. Ja, so sieht der elektrische Backofen aus. Dauert bei 180 Grad doch relativ lange. Aber was noch wirklich hart ist, was er dabei macht. Er zieht zwischen 120 und 220 Ampere aus den Batterien. Und das finde ich, um ein Brot zu backen, ein ganz schön teurer Preis. Wenn das mal eine halbe Stunde gehen soll, müsste man vorher den Generator anwerfen, was auch in keinem Verhältnis steht. Da geht auch die Batteriespannung runter, ist ja klar. Oh, jetzt hat er gerade aus und gleich fährt es wieder hoch, wenn er den Grill anmacht. Und Grill an. Ach du Scheiße. Ja, hier hat der Wind jetzt auch nachgelassen. Vorhin hatten wir Spitzen mit über 20. Jetzt hat es sich ja schon auf die, dann hatten wir konstante 18, jetzt hat es sich auf konstante 13 runtergearbeitet und 18 sind noch die Spitzen, also es wird sukzessive ruhiger und das ist auch das, was man sich natürlich für die Nacht wünscht. Das ICOM hier kann ich ausbauen und mitnehmen nach Deutschland, um es einzuschicken. Es muss die MMSI-Nummer gelöscht werden, genauso wie für das Handheldgerät. Das macht ja nur der Dealer, das kann man zwar irgendwie vielleicht selbst machen, gibt ein paar Tricks im Internet, aber dann kann das Gerät auch dabei ganz kaputt gehen, deshalb schicke ich das lieber ein und lasse das einmal zurücksetzen. Das ist jetzt das Zaubergerät. Da wir uns ja mit allen Bootsdingen vertraut machen müssen, ist jetzt natürlich der Dingy-Lift dran, was in Wirklichkeit die Dirk ist. Es fliegt. Und hier unten liegt es drauf mit jeweils den Spanngurten, die wir gerade losgemacht haben. Die Position ist auch nicht ganz unkritisch. Es gibt einige Berichte, wo bei einer Nier 47 bei Wellengang hinten das Dingy weggeschlagen worden ist und verloren gegangen ist. Man könnte meinen, ich mache jetzt den Stöpsel rein, was ganz wichtig war, damit der Regen immer ablaufen kann. Tue ich aber nicht, sondern ich werde das Dingy gleich über die Zeit erstmal versenken, aber es ist ja angebunden. Ah, das ist da hinten noch festgebändelt. Interessant. Das Gummiband, was da so rumschlappert und an der Großschot dran ist, ist auch nicht ohne Sinn da, sondern das verhindert, dass sich das mit dem Ding hier hinten verheddert und dann irgendwo was losreißt oder sich festhakt. Und aufgrund der Position der Dirk muss man das Ding hier jetzt schon mit sehr viel Kraft abdrücken, damit es an den Halterungen nicht wieder hängen bleibt. Jetzt mache ich beim ersten Mal halt auch eine sehr unkluge Geschichte. Ich bänsel das Teil da ran und dadurch wird natürlich oben der Baum locker und der schlabbert dann die ganze Zeit hin und her. Der Mittel der Wahl ist natürlich, die Dirk einfach wieder hochzufahren und durchzusetzen, damit alles ordentlich sitzt. Na, perfekt. Jetzt musst du den Außenborder holen, ne? Weiß ich noch nicht. Erstmal wollte ich dir die Bahn weiter ran. Diese Styropor-Dinger, sind die eigentlich fest da drauf oder liegen die nur auf neben dir? Nicht, dass die wegfliegen? Gibt es da auch irgendwo Griffe? Ja, hier oben in der Badeleiter. Die Aufgabenstellung ist, das Dingy wieder fest zu frickeln. Dazu muss ich noch ein bisschen Wasser rausholen aus dem Kahn und es dann die Schnüre wieder richtig runterlegen. Und das muss ich von der anderen Seite machen. Ich bin gespannt, wie ich das hinkriege. Danke, Dino. Schönes Spielzeug. Nachdem ich das Ding hier fast versenkt hätte ohne Stöpsel, habe ich natürlich den Stöpsel reingemacht. Jetzt hat es so viel geregnet, dass das ganze Ding hier voller Wasser ist, weil ich in die Stöpsel drin gelassen habe. Aber mal eine Fachfrage. Wenn das offen hier hinten drin ist, bedarf es so tief ist, dann steht da ja immer Wasser drin, wenn man da rumfährt. Muss man ja vorher erstmal leer machen.
Mit dem Schloss ist es auch gesichert. Zu den nun folgenden Aufnahmen muss man sagen, ich stelle mich da maximal kompliziert an oder ich mache es mir maximal schwer. Wir werden das im weiteren Verlauf sicherlich noch optimieren können, anstatt im schwebenden Zustand da die Schnüre rüber zu schmeißen, um sie dann unter dem Dingi durchzuführen, ist doch arg gefährlich und auch aufwendig, das alles richtig zu fixieren. Die zweite Lean-Line, die da gespannt worden ist, ist sicherlich nachträglich vom Eigentümer gemacht worden. Das sind ganz kleine, feine Ösen am Schiff. Da frage ich mich ehrlich gesagt, was die dann halten sollen. Dabei gibt es dort unter dem Rumpf zwei richtig schöne feste Halterungen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir die nicht anders führen werden in Zukunft. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt sind ungefähr 10 Minuten vergangen und das wirklich Überragende ist, dass ich tatsächlich nicht ins Wasser gefallen bin, wobei man bei so viel Blödheit das eigentlich verdient hätte, weil man sich so schwer gemacht hat. Sowas von. Oh, wir haben ja keine Pumpe an Bord. Also schnell war das nicht. Das hat noch ganz schön lang gedauert. Ja, der gute BNG macht leider Faxen. Und zwar, wenn man ihn anschaltet, geht er auch an. Dann taucht einmal das BNG-Zeichen auf. Und wenn es gleich verschwindet und ich nochmal wieder auftaucht, dann bleibt das stehen. So wie jetzt. Jetzt passiert nichts mehr. Jetzt kann man ihn nicht mehr anschalten, nicht mehr ausschalten. Man muss die Sicherung rausmachen. Aber er macht einfach nichts mehr. Und ich hatte es bis jetzt immer geschafft, wenn ich ihn 3-4 Mal neu gestartet habe, ist er dann irgendwann hochgekommen. Aber das macht er jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich zwei Optionen. Drei. Ausbauen und mit nach Hause nehmen, einschicken. Ausbauen, die ganzen Anschlüsse überprüfen und wieder reinsetzen. Und das dritte ist ankriegen, einmal ankriegen und dann mit dem Internet verbinden und vielleicht ein paar Updates machen. Weil ich bin mir sicher, der ist noch im Originalzustand, softwaremäßig. Und vielleicht ist da irgendeine Datei korrumpiert und deswegen bleibt er beim Hochfahren hängen. Mal gucken, was wir hinkriegen. Aber erstmal müssen wir ihn einmal starten können. Und voilà, er geht wieder. Und das sind nicht meinen großen technischen Fähigkeiten zu verdanken, sondern es gibt wirklich physisch einen HDMI-Anschluss, der hier reingesteckt ist. Und ich habe den Verdacht, dass der Controller beim Hochfahren das HDMI als primäre Quelle genutzt hat und einfach das Display unten raufgespielt hat, wo natürlich der Monitor aus ist und kein Mensch was sieht. Jetzt, wo ich das HDMI-Kabel rausgezogen habe, sind wir wieder hier. Und jetzt geht es darum, dass ich den Ganzen mal verbinde, um ihm ein paar Software-Updates zu geben. Mal schauen, ob ihm das auch gut tut. Ja, wir haben beides geschafft. Und als nächstes habe ich dann das WLAN-Netzwerk verbunden mit dem Handy, wobei dann auch gleich die Meldung kam, dass es Updates gibt. Und die Updates lädt er jetzt herunter. Und das wird ihm bestimmt nicht schaden. So, Download ist abgeschlossen. Damit wir sehen, was passiert, machen wir auch gleich einen Neustart. Ja, man kann dann den Bildschirm vom Plotter auch auf dem Handy oder auf dem iPad spiegeln. Man kann nur leider den Autopilot nicht steuern. Der Vorteil ist, wenn man das iPad verbindet, dann sieht man dort auch den AES-Traffic aus dem NEMA-Netzwerk, was natürlich ganz nett ist. So, und jetzt macht er sein Update. Ist das spannend. Früher war das ja immer gefährlich mit dem Update. Hat heute auch immer noch ein Risiko. Aber meistens geht es danach besser als vorher. Das Schöne ist, dass wir ohne den gestern gut zurechtgekommen sind. Wir haben ja zum einen den hier noch, damit steuern wir den Autopilot und können auch die Autopilot-Modi sehen. Und wir haben dann hier noch den zweiten von dem, wo wir dann andere Daten uns anzeigen lassen können, wie Windgeschwindigkeiten oder Kurs oder Speed over Ground. Die Logge war verstopft, habe ich auch nicht freigekriegt, da sitzt irgendwie eine Schnecke drin oder so. Da wollte ich mit meinen nackten Fingern nicht drin rumvorwerken. Müssen wir mal gucken, dass wir die nächstes Mal mit einem anständigen Handschuh da rausholen. So, da ist es wieder. Please switch unit off. Press the button. Wait for 5 seconds. 1, 6 und an. Ah, genau, hier unten steht jetzt, dass das Update finalisiert wird und man soll ihn nicht ausschalten, bis es fertig ist. Naja, scheint ja ein großes Update gewesen zu sein. Komplett neues Betriebssystem. Da macht er wohl eine ganze Menge im Hintergrund. Aber das Schöne ist, ich habe vorher ein Backup gemacht mit dem Handy. Das heißt, wenn jetzt alle Einstellungen weg sind, können wir es wieder neu hochfahren. Allerdings glaube ich auch, dass das ganze System noch nicht richtig eingestellt war. Ja,
dann können wir jetzt mal registrieren. Und da er jetzt so schön weiter drin rumfuscht, hat er jetzt festgestellt, es gibt noch 6 weitere Updates. Und hier war der letzte Versuch, nach Updates zu suchen, 24.12.2020. Da sind wir jetzt doch schon ein Stück weiter weg. Ne? Der Triton-Instrument gibt neue Versionsnummern. Der Kompass, Triton-Keypad. Ja, nachdem er sich jetzt mal wieder nicht hochgefahren hat mit angeschlossenem HDMI-Kabel, habe ich unten den PC angemacht, wo auch der HDMI-Switch mit dran hängt und der zweite Monitor. Und sobald das an ist und ich dann den hochfahre, kommt hier tatsächlich auch ein Display an. Wir sind gerade in diesem Updates-Menü, was möglich ist. Und ich konnte hier oben schon eine Menge durchführen. Das Radar hat ein neues Update gekriegt, der Autopilot-Computer hat ein neues Update gekriegt. Wobei uns der zweite Autopilot-Computer noch fehlt. Den habe ich noch nicht gesehen. Das Keypad, das ist das hier. Und das ist natürlich die Empfangseinheit. Das ist ein relativ kleines Update. Klickt man drauf, dann klickt man auf Installieren. Und dann fährt er das durch. Die Trion-Instrumente selbst kann man nicht über die Software installieren. Da muss man irgendwas downloaden über die Website und es dann machen. Das habe ich persönlich noch nicht hingekriegt. Zur Nacht hoffen wir, dass es ein bisschen nachlässt. Tja, und jetzt wissen wir, wo wir morgen früh hin müssen, nämlich zu dem grünen Punkt. Und das wird natürlich sportlich. Gucken wir uns nochmal das GFS-Modell an. Morgen früh. Ja, immer kommt es nicht genau aus der Richtung, wo wir hin müssen. Es kann sein, dass wir es dann tatsächlich mit dem Schlag darüber schaffen. Und es ist ja auch nicht so viel Wind vorhergesagt. Also für 15 Knoten sind wir morgen immer gut. Und da das bis jetzt immer mehr geworden sind als angesagt, gehen wir mal davon aus. Tja, also das ist eine nicht existente Welle für morgen. Mal gucken, was da passiert. Und wie gut diese Vorhersagen zutreffen, schauen wir uns gemeinsam im nächsten Video an. Wer es nicht lassen kann, darf gerne einen Kommentar hinterlassen oder auch ein Like. Und auch ein Abonnement ist natürlich eine schöne Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, tschüss.